Hey Leute, willkommen bei den Glotzern. Ich sag, wir waren beim Design. Das ist Quatsch. Ich sage, das ist schlimm, wenn wir das eigentlich. Ich sag das. Ich so, sag, Alter. Dann sehen die Leute mal, wie es hinter den Kulissen hier abgeht. Ja, ja. Das ist nämlich ein richtiger Sklaventreiber. Ja. Ja, das ist richtig. Ihr seht ja, es ist eine andere Lokation. Mit Filmband diesmal. Das liegt daran, da wo wir oft schneiden, ist der Rechner hinüber. Wir machen RAM-Tests. Und deswegen sitzen wir hier und dachten, wir nutzen wir die Zeit, während er 5 Stunden irgendwas durchrechnet, um ein paar Reviews zu machen und also Eindrücke euch hier zu geben vom Fantasy Filmfest. Schönes Festival und wir haben uns ein paar Filme angeguckt. Geiles Festival, wirklich coole Leute. Lasst euch also nicht vom Namen absprechen. Blättert mal durch das Programmheft. Das ist gut, die Leute, die jetzt durchblättern, merken, es ist vorbei. So, und das heißt nächstes Jahr dann. Aber egal, wir wollten kurz sagen, was wir gesehen haben und wie wir es so kurz fanden. Also ganz kurz mal die Liste runter. Die Videos machen wir jetzt nicht alle, aber ein paar Eindrücke geben wir euch schon mal. Wir haben The Rover geguckt, wir haben What We Do in the Shadows. What We Do in the Shadows, sehr geiler Film. Dann Under the Skin mit Scarlett Johansson. November Man. Und Blue Ruin. Und heute gucken wir noch, also heute ist ja Sonntag für uns, Life After Bath. Genau, da gibt es die Review dann direkt nach dem Kino. Genau. Wir haben uns gerade den letzten Film des Fantasy Filmfestes angeguckt, den Abschlussfilm, der da heißt Life After Bath. Extrem gut. Wie fandest du Under the Skin? Under the Skin, muss man gar nicht viel sagen, war bildgewaltig, nicht? Und Scarlett Johansson lässt die Hüllen fallen. Also, und das ohne iCloud-Skandal. Das ist schon krass heutzutage. Also, es war ein sehr guter Film, nichts für Mainstream, sehr interessant. Genau. Zeigt viele Charakterzüge, viele Züge der Menschlichkeit, wie ich sage. Das ist jetzt schwer zu erklären. Egal, was ist mit zu sehen? Ich fand den auch geil. Krass, auf jeden Fall von dem Bild, visuellen her. Unglaublich. Experimentelle Ideen mit drin und so. Also wirklich als Filmliebhaber sollte man sich den anschauen, aber so als Normalo, sag ich mal, ist das als Dummer. Das ist keine Unterhaltung. Als Dummer ist das natürlich wieder nix, ne? Aber es ist durchaus interessant irgendwie. Der hat irgendwas. Aber er ist, wie gesagt, auch jetzt nicht kein, würde ich jetzt sagen, kein Meisterwerk, wo man sagt, boah, das stimmt. Dafür hat nur irgendwas gefehlt. Blue Ruin fand ich auch geil. Auch interessant, aber. Auch geil! Auch geil! Fand ich auch gut, aber. Ja, da hat noch ein bisschen was gefehlt. Der Film war interessant, spannend auf jeden Fall. Aber, Nicht 100% nach. Genau. Also Blue Ruin war ein schöner Ansatz, fand ich. Es geht um so einen Typen, der in einem Auto sitzt und dann kommt einer frei, der seine Eltern umgebracht hat. Also so ein Revenge-Flick, genau. Aber halt ganz anders. War ganz anders gemacht. Und kann man sich auf jeden Fall angucken, ist jetzt aber, wo ich auch sage, jetzt muss ich gehen, entschuldige mich. Muss man sich nicht unbedingt angucken, aber es ist auf jeden Fall ein ganz netter Film, die man jetzt nicht unbedingt irgendwas falsch macht. Ja, Fazit bei beiden Filmen ist wirklich schwierig zu geben, weil beide halt sehr independent sind, ne? Also auch mit vielen Ideen. Independent. Ja, so das ist halt beide so mit Ideen, die halt eher nicht so den Mainstream bedienen. Ja, und deswegen kann man trotzdem werden. Aber die Fazit. Ich könnte ein Fazit machen, lass es aber offen für die User, die es noch gucken. Okay. Wir melden uns demnächst mal. Nein, wir haben ja noch andere. November Man. Hat gut angefangen, dann. Aber den wollte ich eigentlich jetzt gar nicht mehr machen, weil der eigentlich nicht wirklich der Rede wert ist, finde ich. Aber am Anfang war es ganz geil mit diesen ganzen Sprüchen. Protemone. So, und dann wurde es. Der andere Spruch. What We Do in the Shadow. Achso, We got eyes on the prize. Das ist geil. Das ist geil. November Man fand ich jetzt halt wirklich 0815. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. What We Do in the Shadows? Der ist hammergeil, der ist überlustig, ein Mockumentary mit einer Vampir-WG und halt so, wenn ihr Stromberg kennt und so Mockumentaries euch anschaut, es ist der Hammerfilm. Ich weiß halt aber noch nicht, ob er in Deutschland rauskommt, ne? Weil es ist noch nicht sicher. Gucken wir mal. Aber in der, glaube ich, ein Teil. Egal. Der letzte. Aber sehr geil, falls ihr die Chance kriegt, guckt ihn euch auf jeden Fall in Originalsprache. Also da war wirklich lustig. Ich muss ihn in Deutschland fassen. Ja. So, ansonsten. Dann haben wir noch einen, The Rover. Sag nochmal was dazu. Also The Rover fand ich auch krass, vor allem Robert Pattinson war unglaublich. Niemals hätte ich gedacht, dass er schauspielerisch so drauf hat, aber er hat mich überzeugt, muss ich sagen. Und auch sein Film an sich ist solide. Gut, Fazit zum Festival. Ja genau, das wäre für dich aber interessant. Also ich fand es wieder geil, es gab schon bessere, aber... Du jetzt 50 Jahre da schon auf dem Festival. Ich war da schon von Anfang an dabei. Das ist alles Quatsch. Also dieses Fantasy-Filmfest war für mich immer ein rotes Tuch. Weil ich dachte, diese Fantasy,
also diese Hobbits, die dann rumspringen und Wölfe mit 9 Köpfen, das ist ja alles nichts. Aber dann wurde ich eines Besseren belehrt. Durch die Überzeugungskraft des sogenannten Davis. Und es war ganz gut. Viele Leute mit langen Haaren, das macht aber nichts. Nette Leute, Kino 9 Euro die Karte, kann man machen und man sieht ein paar nette Filme. Ja, mit lustigen Leuten, wo die Leute auch klatschen, wenn der Film geil am Ende, das ist ja auch selten im Kino. Ja, ja. So, also. Also nächstes Jahr sind wir wieder dabei, oder? Nächstes Jahr sind wir wieder dabei. Danke an alle, die das geguckt haben. Also, tschüss.